Herzlich willkommen zurück zum neuen Part mit den 2.de Germania. Feuerschuhe werden erstmal auf plus 7 probiert. Man sieht, es sind 50 MAW Feuerschuhe, 150p, 10 Crit. Sind auf jeden Fall Feuerschuhe für eine Magieklasse und zwar für meine Charmy habe ich die Schuhe besorgt und jetzt müssen sie noch hochgeerbt werden. Mal gucken, wie angenehm oder nicht angenehm das so sein wird. Jetzt hier der erste Achter-Try. Mit einem Schmiede natürlich. Ja, daraus wurde leider nichts, aber hey, vielleicht ja beim nächsten Mal. Erstmal wieder auf 8 appen, kann ein bisschen dauern. Auf jeden Fall, wie man merkt, wird die Charmy ein bisschen equipped. Die hatte schon eine Schlangenlocke bekommen. Die hat jetzt Feuerschuhe bekommen. Die wird noch sehr vieles bekommen, denn die Charmy soll später in Zukunft Turm laufen. Am besten ist es, wenn mein Ninja mit einer anderen Charmy, dass die quasi gemeinsam laufen, die dann Hydra. Und eben die Charmy läuft dann im Cooldown Turm. Mal gucken, die neue Charmy ist mittlerweile hochgelevelt, eine männliche Schamane 105 für den Ninja. Und die Charmy, die muss jetzt eigentlich nur noch quasi equipped werden, mehr oder weniger. Beziehungsweise ich würde gerne erstmal die Schulden abbezahlen. Und wenn die weg sind, dann wird dann Turm gemacht, aktiv und auch natürlich Hydra gefarmt. Und das seht ihr dann alles in Livestreams auf Twitch. Ja, das Ding will auf jeden Fall nicht. Jetzt hier ein weiterer Achter-Try. Da sind die Schuhe auf 8. Ist erst einmal okay. Reicht für mich auf 8. Wie auch meine ganzen anderen Feuerschuhe. Ist okay. So, die Kette, ganz wichtig. Sollte man sich jetzt gemerkt haben, den 1. bis 5. Denn die wird noch wichtig werden. So, die Ohrringe. Die hat man auch gerade gesehen. Ich habe mir 2 Segnungen gekauft, 2 Stück. Einmal auf die Ohrringe gezogen, das kam drauf. Und die andere Segnung, die ging auf die Smaragd-Halskette. Und was da drauf ist, das seht ihr auch gleich. Aber erstmal hier 10 MAW, 2 Kraft des Eises. Natürlich für den Turm brauche ich das Ding. Brauche ich jetzt noch 20 Teufel, dann ist es okay. Aber ja, der 6.7., der wird vielleicht irgendwann noch gewechselt oder ganz bestimmt, aber ja, muss ich erstmal über den Turm an Segnungen kommen. Wie man sieht, 5 FKS-Bosse, 8 Angriffswert, 1 KTP, 10 dB, 5 Crit, 8 Ohnmacht, 30 Empirik. Holla die Waldfee, 5 FKS-Bosse ist huge auf so einer Kette. Und ich muss euch was sagen, die Kette ist sehr begehrt gewesen. Sehr, sehr begehrt. Also ich habe sie quasi veröffentlicht und gesagt, hier, ich verkaufe die. Ich habe die auch tatsächlich verkauft, das seht ihr auch im Laufe des Videos. Und das Einstiegsgebot war bei 50 Won. So, nachdem jemand 50 Won geboten hat, ging die Kette direkt rauf. Die ging direkt bis ganz nach oben gefühlt. Für so eine Kette richtig huge. Ich habe die dann tatsächlich verkauft bekommen für 200 Won. Für 200 Won bin ich die Kette losgeworden. War auf jeden Fall echt eine krasse Sache. So, warum habe ich die Kette verkauft? Ich habe die Kette verkauft, weil meine Charmy noch lange nicht so weit war. Noch lange. Heißt, bis ich die Kette hätte nutzen können, das wäre echt noch ewig gewesen. Ich muss sagen, 200 Won für so eine Kette. Warum wird dafür so viel geboten? Erstmal solche Ketten erstmal zu bekommen. Eine mit Int und Zauberspeed auf plus 9 mit 5 FKS Bossen. Heißt, du machst mehr Damage an Bossen, kriegst mehr Int. Ja, und noch dazu eine Smaragd-Halskette. Smaragdern, die kommen man relativ leicht ran. Und du kriegst mehr Zauberspeed. Heißt, eine richtig geile Kette für Turm, Alastor, Keyboss. Generell, also generell für Bosse, auch dann theoretisch bei der Hydra. Und ja, da ist die Person, die die Kette für 200 Won gekauft hat. Vielen Dank dafür. Und ja, ich würde eigentlich schon sagen, das war's mit dem Part. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Euer Snowy. Ciao.